Guten Morgen. Hier haben wir ausgerüstete Leute und einen neuen. Also Dan ist rausgeschmissen worden. Er meinte, wenn du mich mehr brauchst, dann gehe ich dann lieber mal. Ne? So richtig ein bisschen pissig, so ein bisschen passiv-aggressiv. Aber dafür haben wir jetzt Destry. Freue ich mich ja total drauf. Mal gucken. Die Gegner sind super schwer draus. Ich habe zwei Level gemacht, wie ihr seht, mit Chesney und Media. Und habe sie neu eingekleidet. Hier. Seht ihr mal so ein bisschen, ne? War ganz gut, weil ich wusste das gar nicht. Ich habe das Speer, wollte ich mal probieren, und das Speer, da steht 7 Abwehr, aber 7 Abwehr auf jeder Hand. Das heißt, es war genauso gut wie mein, wie das Schild. Und der Schild, Entschuldigung. Und daher ist es alles in Ordnung jetzt. Und das war's. Wir gehen jetzt nämlich, wir dürfen nicht wieder zurück in die Stadt gehen. Das heißt, wir müssen jetzt schaffen, zum nächsten zu kommen. Und eigentlich ist es nur, damit wir mal sehen, wie Destry kämpft. Um ganz ehrlich zu sein. Oh, die Helipods sind so schrecklich. So, gucken wir mal. Er hat nämlich hier ein Battle. Bitte. Battle Cutter. Okay. Hey, Cutter hört sich gut an für die Helipods. Und ansonsten habe ich ein bisschen gezaubert. Das ging, dauerte nicht so lange, weil die Gegner, es kamen sehr starke, große Gegner. Ah, das war super nervtötend. Oh, stimmt. Media hat einen Power Dress jetzt. Gucke ich gleich mal, ob sie damit andere heilen kann. Habe ich vergessen. Da wenigstens der Cutter haut beides. Also so gesehen habe ich wieder Dan und Zuran bloß in anders. Was soll's. Aber das macht das Spiel eigentlich ganz gut, dieses Abwechseln. Das ist Abwechslung, wollte ich sagen. Nicht dieses Abwechseln. So, und dann gucken wir mal, was er noch hat. Fire Shield. Mal gucken, wie gut er da drin ist. Und Heat hat er das nicht. So. Wo haben wir? Power Dress. Geht nur auf sich selbst. Was soll das dann? Okay, Feuer. Ich bin gerade überlegen. Sie hat doch ihre Krone. Ihre Krone ist doch viel besser. Ihre Krone macht 800. Warum sollte ich den Power Dress benutzen? Naja, für Leute, die das nie ausprobiert haben. Aber warum sollten sie den Power Dress ausprobieren? Fragen über Fragen. Und warum Chesney da nicht einfach mal einen Gegenstand bekommt, der heilt. Oh, ja, da sind diese seltsamen grünen Berge im Weg. Das sind echt seltsame Berge. Lesen. Da hat er meine. Nein, das geht noch. Es gibt noch so andere Gegner, die habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Das sind Elefanten. Bescheuert. So, Heavy Sword, bla bla bla, Battle nach unten. Wie immer Heat. Und der Hund hier. Bei jeder Aufnahmesession. Und natürlich Bulgy. Ich habe nicht nachgeguckt, wie hoch die Magie jetzt schon ist. Muss ich zugeben. Ob durch Heat die schon ziemlich gut ist oder so. Ist egal. Guck ich mal. Guck ich gleich mal. Nachher wird das so schön stark, wenn das hoch ist. Das Heat ist so gut dann. Bam. Ah, au, aua, aua, Slayer hat doch gar nichts gemacht. Halt die Fresse. Feuer. Bolt Ass. Ich probiere es nochmal. Ich will Power Dress gucken, wie viel. Wie das. Vielleicht heilt das ja alle ein bisschen oder so. Ach nein, bestimmt nicht. Hallo, Media. Irgendwann kommt sie schon noch dazu. Gut, dann gucken wir mal. Das habe ich wirklich noch nicht gemacht. Media hat gar nicht mal so schlecht. Immer noch viel zu tun. Aber sie nimmt man eh nicht so ernst am Anfang. Aber sie ist halt zur Unterstützung da. Und er. Uiuiuiui, nee, das ist ja. Ich darf Heat eigentlich nicht benutzen, weil das mit Feuer ist. Wie gesagt, viel mehr Bulgy. Aber da kommen so viele Gegner. Naja, aber okay, komm, geht, geht. Gucken wir mal. Okay, da steht das gleiche. Scheinbar sind es einfach so Altare oder so. Mein Gott. Ich dachte, die Leute mit diesem Wachturm in der Stadt nerven. Nicht, dass die jetzt so doll nerven, die Türme da, aber trotzdem. Weiß ich nicht. Dürfte ich das machen? Jetzt mal ganz ehrlich. Dürfte ich jetzt Kalkofe oder irgendeine eine Serie, die ich total mag, eine große Statue irgendwo hinstellen, dürfte ich doch auch nicht, oder? Also so gesehen
Müsste man eigentlich mal machen, in der Stadt sich hinstellen. Kalkofe geht weiter, Kalkofe geht weiter. Ich meine, immer noch besser als das andere. Da seht ihr jetzt diese scheiß Elipsauer, die machen nämlich paralysieren. Das ist super kacke. Hat eigentlich... Oh, Peace. Er kann Peace zaubern. Ob denn wohl Gegner, die schwach sind, auch aus dem Weglaufen? Mal gucken. Peace. Könnten wir eigentlich gleich mal zaubern, um zum nächsten zu kommen. Huh. Break A ist auf alle. Das ist auch geil. Hard ist scheinbar auf alle. Also, weil hard kann ja auch ziemlich Hass sein. Und wenn du eigentlich so... wenn du nur Luft hast, so, dann bist du nur sauer auf einen, denkst du so, oh, ich hau hier keiner rein, halt die Fresse. Aber wenn du dann noch Herz hast, dann denkst du so, ich hau euch alle einer rein. Das ist, weil du es ja teilen möchtest, dieses Gefühl, ob nun gut oder schlecht. Oh, ich muss jetzt aber wieder Heat machen oder ich mach Blow Up. Was soll's. Oh, es hört nicht auf zu regnen. Und sie macht Bochi. Sie macht viel öfter Bochi jetzt. Weil das ist ihre beste Angriffe so gesehen. Und sie damit wirklich noch was lernt. Wow. War jetzt nicht so schlimm. Wow. Da, das darf nicht passieren. Ah, ein Glück, das paralysiert. Weil, die finde ich so süß irgendwie. Weil der Ruf, der singt dann Macarena. Hey, Macarena. Und dann findest du das so toll und musst mittanzen. Alle getroffen. Yay. Okay. Heavy. Ja, das ist vollkommen egal. Eigentlich könntest du Break A wieder benutzen. Was macht eigentlich... Wie viel braucht eigentlich Break A? 36 nur. Aber was hat das mit einem Whirlpool zu tun? Ha, eigentlich gar nichts. Just saying. Du solltest vielleicht mal Chesney heilen, bevor er hier gleich stirbt. Ja, da natürlich ist sie schnell, aber zum Glück. Trotzdem, wundert mich. Oh Mann, sterb doch mal. Nein! Fuck you. Destry, du bist scheiße. What? Wie viel habt ihr eigentlich? Okay, dann... keine Ahnung, hier. Mach das. Destry. Wollten die eigentlich Destroy oder sowas? Entschuldigung. Das war jetzt bestimmt laut. Ich habe plötzlich... mein Hals ging so zu. Ich sollte weniger reden. Ich bin so doof. So, wir machen was mit ihm. Und ich weiß nicht was. Mit ihm? Media. Das ist jetzt hier kein, kein Trap. So, ich habe keine Ahnung. Was soll sie machen? Was gibt's denn noch? Wir haben Bulgy, das ist Sky und Light. Sie hat noch Erde. Erde ist mega. Das runter. Dann Stärke ab. Wollen wir mal angucken, wie das aussieht? Hier, Slayer. Kriegst Stärke von Media. Oder auch nicht. Doch. Ah, guck mal hier, ich furze dir ins Gesicht. Nur Power Up. Oder auch nicht. Oh, geil. Combo 95. Slayer gained a level. Fuck yeah. Das tut mir leid, aber ihr geht gleich wieder weg. Beim nächsten. Wo muss ich überhaupt hin jetzt? Muss ich hier hin? Ja, ich gehe mal hin und lese. Aber vorher heilig. Weil, und zwar mit Slayers natürlich Mini-Bottle. Weil wenn wir nämlich gleich... wir sind voll assig. Eigentlich bei solchen Spielen ist man wirklich nur auf Optimierung bedacht. Weil wenn er sowieso bald wieder geht, denkt man sich so, dann nehme ich dir vorher noch den Bottle weg. Dafür haben wir ja wenigstens bezahlt. Stimmt, dafür haben wir auch bezahlt. War teuer genug. Aber dann hat er nichts mehr. Und dann stirbt er halt. Sophie hat die Kondome gebracht. Oh toll, zweimal Lieblingsgegner. Ich freue mich. Wirklich? Nein. Ah. Stimmt, wir wollten auch Peace zaubern. Ich will eigentlich mal Peace im Kampf zaubern. Machen wir vielleicht, wenn nur noch ein Gegner da ist. Einfach nur, um zu gucken, wie das aussieht.
Oder ob dann irgendwie sägt, es gibt kein Peace. Never. Fresse. Wer Frieden möchte, ist eine Pussy. So in etwa. Er muss mehr Bolt benutzen. Sie auch. Hauptsache die Heli-Teile da unten sterben schnell. Och, das gab's. Ging damals nicht. Vollzeitverschwendung, wie man dann da vorsaß. Und man hatte auch irgendwie keine Möglichkeit, nebenbei was anderes zu machen. Man saß als Kind vorm Fernseher und hat gewartet, dass das weitergeht hier. Just saying. War's das schon? Hallo? Warum seid ihr alle so schlecht? Dann machst du jetzt das halt das andere. Das war's eigentlich. Bolchi. Die beiden muss er machen. Das heißt, du kannst mal das Speer probieren. Zeig mal, was du mit dem Speer kannst. Und du kannst... Boah, draußen, ey. Was ist denn das? Das ist echt Zufall. Jetzt hat der Regen aufgehört. Dafür gibt es jetzt einen Helikopter über dem Haus. Okay, Erde und Stärke ab war aber mit Bolchi schon abgemacht. Das heißt, Freeze ist in Ordnung. Freeze ist Sphere. Und ich weiß nicht mehr, was sonst mit Sphere war. Ich glaube, Speed Up. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bam! Stirb bitte. Nein, immer wenn ich sage, stirb bitte, haust du mich. Finde ich total scheiße. Evil. Fire. Oh, jetzt haben wir gar nicht angeguckt, wie das ist. Und wir hauen mal alle zu, oder? Würde ich mal sagen. Ah ne, Power Dress wollte ich mal noch angucken. Bam! Jetzt ist er sogar noch vorher dran. Hallo Media. Du sollst nur deine Klamotten benutzen. Lern das doch später für später schon mal. 3, 6, sehr gut. 4 ist in Ordnung. 4, jo. Das ist in Ordnung. Das war in Ordnung. Boah, ey Media. Einfach mal Klamotten hier und so, ne? Soll ich überhaupt hin? Nein, ich wollte die Map öffnen. No. Okay, warte. Ich mach mal Wall. Habe ich euch Wall eigentlich schon mal gezeigt? Wollte ich gar nicht. Werdet ihr gleich sehen. Denn ich habe Peach schon wieder vergessen zu zaubern. La 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 la. Aber warte mal, er könnte aber auch eigentlich erstmal Bolchi unten machen. Bolchi, Bolchi, Bolchi. Bolt. Der Film war schön. Der Film hat Spaß gemacht. Bam. What the fuck? Kamikaze? Da, seht ihr? Oh, alle werden getroffen. Manchmal, das ist sehr selten, dass alle geschützt werden. Oft ist der Zauber vorher weg. Boah, Kamikaze. Fuck, ihr, das ist voll ekelhaft. Machen das Tiere? Sich selbst töten, um andere zu retten? Meistens auch nur Eltern oder so, oder Verliebte oder so. Voll, und jetzt ist er ganz alleine. Ich werde dich aus deinem schrecklichen Leben befreien. Leute. Warte mal, heißt der Sacrifier? Opferung heißt das? Also der Opferer übersetzt. Das ist billig. Dann lass dich mal sacrificen. Mir doch egal. Wir machen mit ihm Break. Ah, jo, was soll's. Besser als einzutreffen. Und du... Nö, brauchst du eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, du kannst jetzt schön mit deinem Speer mal raufhauen, Alter. Defense down. Ich hab keine Ahnung. Mach Speed up. Juhu! Yippie! Aua! Juhu! Stirb doch mal, du böse, dummes Fuckvieh. Wo kommst du überhaupt her? Wieso gibt es so viele von euch? Warum greift ihr mich an? Nee, ernsthaft. Voll im Nervtötend hier. Ja, voll am... Benutze Destry jetzt einfach nur die ganze Zeit. Und... Nee, ich heile euch nicht. Nö, habt ihr überhaupt nicht verdient. Ihr schlechten Angreifer-Typen. Mano, Power Dress, probieren wir aus. Obwohl sie nicht getroffen wird. Eigentlich könnte ich sie mal echt nach vorne stellen. So wie sie sich mal heilen kann. Ja, okay, sie heilt nur sich selbst. Ja, ist gut. Ist ja gut. Wir haben es doch verstanden.
Ich bin Mädchen. Ja, so geht das. Ah, doppelte Kraft. Hat ja auch einen Schwanz. Oh mein Gott. Was fallen gelassen? Earth. Das ist so fucking selten. Geil. Warten wir erstmal, bis Jess die Earth hat. Nein, wir benutzen ja Slayers. Mini Bill. Ich weiß nicht, wie lange er noch hier ist bei uns. Aber ist egal, er heilt ja eh nicht im Kampf. So, da, ich wollte nämlich jetzt mal raufgucken. Wir können unten links hin. Ich denke mal, da müssen wir auch hin. Ich denke mal, ja. Weil ich habe da rechts noch was gesehen, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es so schnell geht. Oder doch? Ist das eine Stadt oder ist das... Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich weiß es nicht. Ich muss nachgucken. Wir mussten nach Jure Bleu oder irgendwie sowas. Und dann gucke ich mal, ob auf dieser Karte hier... Daphne ist dort. Das ist jetzt die Frage, ob das die Stadt ist, die wir suchen. Weil ich möchte eigentlich nicht ohne Destry... ich möchte jetzt nicht Destry in eine Stadt bringen. Ich möchte aber auch nicht ohne Destry weiterlaufen. Wir müssen sowieso erstmal hier die wieder besiegen. Das ist voll doof. Was mache ich denn hier? Nein. Bolschi auf die, natürlich. Mann, ey. Schön die unten die Sacrifier umbringen. Bam, bam, bam. Wow, plötzlich sind sie verschwunden. Einfach so. Destry kann ja mal seinen Break S probieren. Ich habe schon wieder kein Peace gezaubert. Erinnere mich doch mal dran. Er macht so und sie macht Freeze, weil sie das auch noch braucht. Ja, hat sich erledigt. Bing! Immer wenn das geht, dann ist weiß egal. Gut, was auch egal ist, ich gucke jetzt mal nach, was nicht egal ist, meine ich. Ich gucke jetzt mal nach, was hier so da unten auf uns wartet und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Tschüss! Yo, 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 motherfucker. Nein, schon gut. Sowas kann ich nicht. Ich habe nachgeguckt. Zum Glück habe ich nachgeguckt, denn das ist keine Stadt. könnte so ein Kunstbild sein. Das ist keine Stadt. So Psychologie so. Ich verstehe, das ist keine Stadt. Da hast du recht. Wie kommst du darauf? Aber da sind Leute drin. Das heißt, wir sind gerettet. Aber es ist keine Stadt. Guck mal, hier mit so Pseudoteppich. Ist das angemalter Boden? Ist das ein Sandkasten? Ist es so ein dünner Teppich, dass da nichts hinkommt? Dass das alles durchgedrückt oder was? So, scheinbar sind wir jetzt schon da. Hallo, warum ruckelt's? Willkommen. Dies ist das Zuhause von Daphne. Nein, ich war schon mal zu ihr zu Hause. Das war viel gemütlicher. Sie wartet schon auf dein Kommen. Wirklich, wirklich? Bla, wir beide sagen das Gleiche. Eigentlich könnte man einfach einen von uns feuern. Möchtest du, dass ich deine Flaschen fülle? Kommt drauf an, mit was? Meine Flaschen sind voll! Ausrufezeichen. Wenn du müde bist, kannst du dich hier ausruhen. Möchtest du deine Kräfte wieder erlangen? Ich fühle mich viel besser! Das stimmt gar nicht. Und was sagst du so? Ich bin der Spiritual... Ich bin der Typ, der mit den Sphere-Leuten reden kann. Ne, willst du es haben? Nee, hab ich schon. Das tut mir leid. Das tut mir auch leid. Wie wäre es, wenn du was anbietest, was ich noch nicht habe? Wir gucken mal. Joa, sieht gut aus. Aber dann wiederum, es dauert echt lange, die hoch zu leveln. Gucken wir nochmal Media an. Wie es bei dir also aussieht. Joa, das sieht schon ganz gut aus. Auch das gleiche mit Sky. Aber dafür, dass wir erst eben gerade Sky bekommen haben. Was? Das soll Daphne sein? Das sieht aus wie der Headmeister. Das ist ziemlich hässlich. Boah, das tut mir leid für dich, arme Frau. Ich kann speichern. Mehr kann ich nicht. Ich kann speichern. Ich bin L. Schon wieder mal. So, dann reden wir mal mit Daphne, ne? Daphne, here I come.
Willkommen! Ah, nee, warte mal, ich spreche ein bisschen anders. Nein, wie kann ihr sprechen? Willkommen! Oh, du frecher Junge! Ich weiß, dass du die sehr alte Maschine der Green auf eine Rampage, auf eine Rampage. Jeder weiß, was es bedeutet. Keiner weiß, also doch, ich nicht, meine ich. Ich weiß, was es bedeutet. Auf einen Weg Verwüstung. Das heißt Verwüstung, aber auf den Weg der Verwüstung geschickt hast. Oh mein Gott. Ich weiß auch, dass du gekommen bist, um nachzufragen, wie man ihn stoppen kann. Ah, es gibt einen Weg. Ja, warum weißt du das alles? Warum bist du nicht einfach mir entgegengekommen, Bitch? Du musst 3 Gegenstände sammeln, die von dem legendären Helden Cormu zurückgelassen wurden. Diese 3 Gegenstände sind, und jetzt hör gut zu, du kannst auch dir es aufschreiben. Nö, mach ich mal nicht. Ach, I'm so cool. I'm so badass. Ich schreibe einfach nichts auf. Ja, ich habe ja hier, ich nehme das ja auf, ne? Deshalb brauche ich das nicht aufzuschreiben. Entschuldigung. Das erste ist das Schwert von Cormu. Es ist in Nazcaut. Wow, sehr spezifisch. Dankeschön für diesen tollen Tipp. Guten Tag, hätten Sie eventuell Cormus Schwert? Ja, hier, bitteschön. Oh, cool, danke. Das zweite ist der Helm von Cormu. Er ist in Nazcaut. Wer heißt der alte Opa? Spricht immer noch. Ich bin eine Frau, all die Fresse. Und der letzte Gegenstand ist die Rüstung von Cormu. Mach Sachen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie die Unterhose von Cormu mit Flecken drin, die man aber nicht vorauswaschen kann, weil das ist ja seine Macht. Und die muss ich finden. Die ist irgendwo in Japan. Die Rüstung ist... Was? Warte mal, am Thron. Heißt das Thron? Nein, Throne. Warte kurz. Da, wo Könige drauf sitzen. Thron, doch. Ist ein Thron der Unsterblichen. Ist das jetzt klar? Ganz ehrlich, nein, gar nicht. Aber ich sag mal ja und nicke ganz beständig, damit du aufhörst zu labern.